Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Ja, wir sind ein bisschen südlich von unserer Base und wie ihr seht, ist ein blauer Punkt auf der Minimap. Den bin ich da mal runtergerannt und siehe da, es ist ein wundervoller Baum, ein Desert Tree. Der kommt aus Angel's Bioprocessing und den wollen wir jetzt mal abbauen. Raw Wood und ein Desert Tree. Bringt uns der, können wir mit dem irgendwie was machen? Okay. Ich dachte, wir können den irgendwie wieder platzieren oder so und kriegen dann irgendwie Holz aus dem, aber anscheinend ist das nicht so. Das heißt, wir müssen dann nochmal gucken. Dann, die grüne Algenprozessierung ist fertig. Ich denke, wir sollten dieses Garden Processing. Desert Garden? Swamp Garden. Gucken wir kurz wegen dem Tree. Desert Tree. Was bringt der? So, hier haben wir ihn. Hallo? Der wird gebraucht, um irgendwas herzustellen. Tree Arboretum 1. Okay. Ansonsten nichts. Gut, den Desert Tree Seed Generator. Okay. Die Forschung kommt wo? Desert Tree Arboretum, ne? Das war das hier, oder? Ne, Tree Arboretum, das hier war's. Temperate Tree, Swamp Tree, Desert Tree, das hier. Und dann können wir daraus irgendwie Holz herstellen. So, ich würde sagen, wir, das hier brauchen wir, denke ich mal auch. Raw Wood aus Cellulose Fiber. Also ich meine, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, hier Holz herzustellen. Deswegen werden wir das einfach mal erforschen. Woran hapert es hier? Kein Eisen, ne? So, wir haben ein bisschen was erhalten. Dann packe ich den Rest hier hin, damit noch ein paar Fließbänder erstellt werden können. Das wäre natürlich auch wichtig. Und dann würde ich sagen, craften wir uns mal so ein paar davon. Dafür brauchen wir jetzt natürlich wieder Eisen. Weißt du was, gibt das wieder her. Wir brauchen das. Wir brauchen das. So, dann haben wir hier noch ein paar Plates. Ich frage mich, ob ich dieses Ding hier herstellen soll. Es ist halt übelst teuer, aber es könnte ja sein, dass es irgendwie was Spezielles ist. Es wird ja wohl nicht einfach eine Stahlschmelze sein, die ein bisschen anders aussieht farbig, ne? Wir bauen mal eins. Einfach, ne? Weil ich herausfinden will, was das, ob uns das irgendwie was bringt. So, hier das Kupfer noch. Da wird fröhlich weitergearbeitet. Das eine reicht natürlich nicht aus, aber ich denke, wir müssen jetzt halt mal mit dem leben, was wir haben. Ah, wo machen wir das denn? Das wird hier so eine temporäre Holzanlage. Ich würde sagen, der Strom geht erstmal weiter nach Osten. Was ist das hier? Ein Rock, okay, gut. Nichts Spezielles. Dann würde ich sagen, machen wir das vielleicht hier unten, ne? Und es ist dunkel geworden, das heißt, wir sehen nichts mehr. Tut mir leid, Licht ist leider nicht drin aktuell. So, wir packen das mal hier hin. Du machst grüne Algen. Wir brauchen Power Poles, haben wir ein paar. Okay, super. Na, wir gehen erstmal hier nach unten. Man sieht halt wirklich nicht sonderlich viel aktuell. Das tut mir sehr leid. Aber sobald wir dann Licht haben, wird sich das bessern. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen Mineralized Water und Carbon Dioxide. Carbon Dioxide kommt aus Kohle. Und Kohle haben wir nicht. Fällt mir gerade so auf. Ah. Wie kommen wir an Kohle ran? Zephyrite Extraction, Oil Sand, Progalina. Es muss doch irgendwo auch eine Kohle-Extraction geben, oder? Coal-Focused Extraction. Ja, aber das braucht grüne Science Packs. Äh.
Electric Omni-Tractor, ja, das wäre auch irgendwie mal was, aber Coal Processing. Wie kommen wir an Kohle ran? Wir brauchen es nicht mal unbedingt zum Verfeuern, ne? Wir brauchen es eigentlich nur Coal Extraction. Grüne Science Packs. Können wir kein Holz bauen, bevor wir grüne Science Packs haben? Gibt es nicht irgendwie so eine Misch? Ich meine, das ist ja eigentlich nichts. Das ist eigentlich das, was wir haben möchten. Aber das ist relativ weit unten, ne? Aber es muss doch vorher noch irgendwie so eine Mischform geben. Sephirite Ore Extraction. Coal-Focused Ore Extraction. Das heißt, wir müssen. Na gut. Dann würde ich sagen, forschen wir uns hier mal ein bisschen durch. Schade, ich hätte gedacht, dass wir das jetzt aufbauen können. Aber da habe ich wohl falsch gedacht. Also wir brauchen noch ein bisschen. Wir brauchen noch ein bisschen Forschung. Wir könnten eigentlich schon mal das Mineralized Water irgendwie aufsetzen. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Wir haben hier noch eine Assembly Machine. Und die können wir eigentlich direkt hier hinbauen, oder? Wie viel? Ne? Vielleicht brauchen wir mehrere. Ich denke, wir machen das eher so. Du machst. Ne, das war ein Liquefier, ne? Das war in einem Liquefier. Oder? Mineralized Water. Jo. Liquefier können wir auch noch nicht bauen. Es fehlt an allem. So, wir nehmen mal die Transport Belt mit und mehr Eisen. Hier, bitteschön. Die Forschung muss weitergehen, das ist ganz wichtig. Ja, Kohle. Kohle gibt es natürlich auch nicht mehr, ne? Das vergisst man oftmals, wenn man dieses Omni spielt. Und ich muss mich da natürlich jetzt erstmal irgendwie reinfuchsen. So, das eine Lab arbeitet schon wieder. Sehr schön. Es dauert eine Weile. Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit zuerst mal die Liquefier forschen. Wir haben so viel Forschung, die wir machen müssen. Das wäre das hier. Das wären 50. Ja, das sind relativ viele. Das Ding hier bringt uns leider relativ wenig aktuell. Ah, was brauchen wir für die grünen Forschungspacks? Inserter und Transport Belts. Das geht grundsätzlich. Bei Insertern war das Problem, dass man jeweils die blaue Fabrik brauchte. Und die blaue Fabrik braucht die Electronic Circuit Boards, die Basic Electronic Circuit Boards, die, ne, die nächste Stufe. Das heißt, wir könnten theoretisch ein paar von Hand craften, möchte ich aber eigentlich nicht, weil man ja ein bisschen Kohle zu kriegen. Wahrscheinlich werden wir da irgendwie 50 Tränke oder so von Hand craften müssen, von diesen grünen hier. So, das. Wir haben hier natürlich nicht wirklich viel Produktion. Wir haben aber auch nicht wirklich viel Eisen. Vielleicht sollten wir hier mal die Produktion erhöhen. Wir haben ja ein paar Fließbänder. Und ich denke, wir können zumindest mal ein paar Drills oder so aufbauen. Also ein paar wenige. Zwei mehr. Du, das reicht, glaube ich, um nochmal so einen Omni-Tractor zu befüllen, ne? Was ist hier genau das Problem? Also die zwei Drills sind eigentlich schnell genug, würde ich meinen. Das heißt, wir machen die mal hier hin. Dann kommt das hier rüber und wir kriegen noch Power. Ja, das ist hier etwas ungünstig. Wir machen das irgendwie um den Dreh rum. So, mehr Omnite. Das ist wichtig.
So, Forschung ist fertig. Dann würde ich sagen, machen wir Basic. So, wobei, es bringt natürlich jetzt auch nichts, wenn wir den Liquefier bauen. Weil die Kohle fehlt ja sowieso, ne? Die Kohle fehlt sowieso. Wir brauchen dieses Ding hier, ne? Also mach da mal weiter. Das passt schon. So, wir brauchen einen weiteren Burner Omni-Tractor. Dafür fehlt es an denen hier. Okay, gut, das heißt, wir müssen mehr Omnite haben. Bauen wir da mal ein bisschen was von Hand. Beziehungsweise, was brauchen wir dafür? Hier, das haben wir ja schon gemacht. Das müssen wir nicht von Hand machen. Sehr gut, du kannst das abbrechen. Das hier kann da rein. Und das hier kann hier rein. Dann will ich die mal aufstellen. Rubber von Resin. Okay. Das ist interessant, dass wir die Platten auch aus 4 Crushed Sephiriten, 4 Crushed Styritite und Omnite machen können. Das gibt uns direkt zwei Platten. Das wäre wahrscheinlich wesentlich effizienter als die Geschichte hier. Naja. Naja. Hier wird halt einfach überhaupt nicht gearbeitet. Das ist. Gefällt mir gar nicht. So, nimm du mal ein bisschen Kupfer. Die Stack-Sizes sind relativ groß. Ich weiß nicht, wenn ich mal daran denke, werde ich das wahrscheinlich ein bisschen verringern. Und wir könnten noch ein paar Power-Pulls machen. So zwischenzeitlich. Okay, wir haben noch ein paar Bells. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, ja, wir haben jetzt. Ich denke, wir machen das irgendwie hier unten. Dafür sollte ich hier wahrscheinlich noch ein paar Iron Plates reinpacken. Dann werden wir den Omni-Tractor aufstellen. Du machst das hier. Brauchen mehr Eisen. Das ist genau, das ist das Anfangszeug. Wir machen das hier. Das ist das Beste, was wir haben. Du kannst gerne. Was haben wir hier verwendet? Haben wir Burner verwendet? Ne, wir haben richtige verwendet. Wir haben richtige Inserter verwendet. Dafür fehlt es aber an Eisen. So. Da. Ja, gut. Vielleicht müssen wir das dann auch mal ein bisschen ändern auf das bessere Rezept. Aber ohne Filter-Inserter möchte ich jetzt hier eigentlich nicht großartig irgendwie herum experimentieren. So. Bitteschön. Ich weiß, wir kommen nie dazu, Licht zu erforschen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch eine Weile dunkel bleiben. Das tut mir sehr leid. Okay, es reicht fast aus, um immer zu arbeiten. Gut. Als nächstes brauchen wir wieder Crusher. Crusher. Und wir brauchen ein paar Kisten. Ja, machen ein paar mehr Kisten. Ich denke, wir machen es so. Dann werden wir hier Sephirite crushen und Styritite. Furnaces haben wir noch. Und wir bräuchten dann die Box hier. Und hier können wir jetzt auch nicht mehr. Die Burner-Inserter können wir nicht mehr verwenden, weil wir da kein Fuel angeschlossen haben. Das heißt, wir müssen hier wirklich mit den richtigen arbeiten. Aber es passt schon. Wir müssen sowieso irgendwann mal diesen Schritt müssen wir machen, so oder so. So. Dann. Hier. Los. Nur den Stein hier runter tun, ja, nicht das andere Zeug. Das wäre ganz schlecht. So, dann werden wir das mal hier reinpacken.
Wie gesagt, das ist alles nur temporär. Ich denke, wenn wir dann Filter-Inserter haben, dann können wir das dann mal ein bisschen besser aufsetzen. Ja, dann kriegst du noch mal einen. Warum? Ach so, du. Der Crushed Stone. Ja, den habe ich schon wieder vergessen. Den Crushed Stone. So, mach nochmal 5. Bitte sehr. Weiter geht's. Die Forschung darf nicht stillstehen, das ist ganz wichtig. Wir müssen so viel Eisen produzieren, dass wir sowohl die Fließbandproduktion als auch die Forschung am Laufen halten können. Ansonsten kommen wir in Probleme. So. Hat sich hier in den Kisten irgendwo was gestaut, das nicht soll? Ja, ein bisschen. Wir müssen das aktuell von Zeit zu Zeit wieder ein bisschen aufräumen. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch. Passt schon. Gut. So, danke für das Kupfer. Dann kriegst du hier noch einen zweiten. Können wir nochmal einen davon bauen? Dafür fehlen uns die Platten. Und Eisen. So, Forschung steht schon wieder. Schlecht. Hier. Ah, meine Güte. So, das hier kommt hier rein. Da, das hat sich noch ein bisschen zwischendurch gestaut. Das war aber, glaube ich, eine Altlast. So, dann kommt hier der nächste hin. Keine Fließbänder. Okay, jetzt haben wir Fließbänder. Wundervoll. Wir brauchen mehr Inserter und wir brauchen mehr Eisen. Und es ist... Ah. So, mach nochmal 5 davon. Was erforschen wir jetzt eigentlich genau? Okay, das heißt noch mehr Zephyrite Focused Extraction. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz gut. So, wir brauchen mehr Crusher. Damit wir das hier nochmal aufbauen können. Ich weiß, es ist nicht sehr schön. Aber ohne Filter-Inserter ist es ein bisschen fricklich. Ich weiß, ich könnte die einfachen Filter-Inserter bereits bauen, aber ich möchte jetzt eigentlich primär erstmal in der Forschung weiterkommen, weil mit dem aktuellen Forschungsstand können wir gar nicht wirklich viel machen. Also es dauert halt einfach zu lange, bis hier die Dinge passieren. So. Das ist ein bisschen viel. Moment mal, hast du Holz drin? Du hast Holz drin. Ach, meine Güte. So viel braucht ihr doch gar nicht. Gut. Zweiter Crusher ist fertig. Das heißt, so. Dann machen wir hier nochmal eine Kiste hin. Dann die schmelzen. Nein, doch, richtig. Ich hab's richtig gemacht. Ich hab gedacht, ich hätte mich verklickt. Hurra! So, das hier hin. Viel zu wenig Insert, aber die Produktion zu automatisieren, das wird noch so lange dauern. dieses Modpack, das ist richtig hart. Aber das war ja auch der Sinn und Zweck der Sache, ne? Wir haben uns ja quasi mit den letzten 2 Seasons so ein bisschen daran anklimatisiert, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt ist halt die volle Dröhnung, ne? Ich glaube, viel komplizierter geht es dann auch nicht mehr. Dafür fehlen dann die Mods. Aber gut. So, wir haben 70 Eisenplatten. Hier. Weitermachen. Sehr gut. Läuft. Wir haben die Produktion soeben verdoppelt. Was ganz gut ist. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dieser Schmelze hier genau anfangen soll. Weil das Einzige, was wirklich irgendwie neu und interessant ist, ist das hier. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das auch wirklich uns im Endeffekt Material einspart. Ne? Das habe ich jetzt natürlich nicht berechnet.
5 Sekunden. Das müssen wir dann wohl oder übel testen. Ich lasse das einfach mal da stehen. Was? Strom ist aus? Kein Omnite mehr. Hier bitte. Läuft wieder. Gefixt. So, nehmen wir noch mal ein bisschen was mit. 250. Es ist wichtig, dass das hier eigentlich nicht ausläuft. Ich meine, das dauert jetzt eine Weile, wobei das wird super schnell verbrannt. Ja, der Fuel Value von Omnite ist leider nicht der beste. So, wenigstens wird ein bisschen geforscht. Und wir kriegen ein bisschen was an Fließbändern. Ich denke, wir sollten eigentlich dann noch mehr von den Drills bauen, damit wir das auf der anderen Seite auch nochmal aufbauen können. So, mehr Eisen, du bist auch schon wieder leer hier. Fließbänder lassen wir jetzt mal. Wir brauchen wirklich... Wir müssen gucken, dass die Forschung immer richtig läuft. Ich habe nicht genügend Ressourcen aktuell, um beides am Laufen zu halten. So. Hier schon wieder eine Verunreinigung. Das wird alles nicht mehr passieren, wenn wir Filter-Insert da haben. Wie weit ist das entfernt? Das dürfte eigentlich hier... Das wäre eigentlich nur 30 Science Packs away. Das wäre durchaus eine Überlegung wert. So, jetzt bitte. Ja, das... Kupfer, Eisen, alles her damit. Wundervoll. So. Was wollte ich tun? Ich wollte auf der anderen Seite, genau, ich wollte hier mehr, mehr Output haben, damit wir das auf der anderen Seite auch nochmal wiederholen können. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch einen zweiten von denen, zweiten Burner. Gib das mal her. So. Hier müssen wir das ein bisschen versetzt bauen, weil wir oben nicht genügend Platz haben, aber das ist ja im Prinzip nicht schlimm. Ich denke, wir sollten vielleicht rückwärts bauen. Ich denke, das ist fast sinnvoller. Dann brauchen wir, machen wir nochmal zwei. Es dauert. Aber es wird hier... gerattert. Wir müssen noch mal kurz gucken, ob wir hier noch genügend Eisen haben. Haben wir nicht. So, nimm das mal. Dann nimmst du das hier. Das Kupfer hin und wieder auch leeren. Davon haben wir genügend. Das hält auch da noch eine Weile. Super. Okay, dann haben wir hier den Crusher. Hier den Omni. Ja, jetzt fehlt es wieder an Eisen für die Inserter. Mach das mal. Wir können hier eigentlich auch Burner verwenden erstmal. Okay. Wurde das Rezept automatisch umgeschalten? Ich glaube ja. Ich glaube, wir hatten ja... Ja, das ist das, was wir jetzt erforscht haben. Was ist das hier? Sephirite Ore Focus Extraction. Da gibt es noch mehr. Dann müssen wir das hier noch und dann können wir den Electric Omni Tractor kriegen. Und dann gibt's Coal Focused Extraction. Okay. Das hier war Sephirite. Dann kommt hier nochmal einer hin. Du machst dann Styratit. Natürlich brauchen wir Strom. Das ist ganz klar. So, du kriegst ebenfalls Strom. Und ihr kriegt eine Kiste. Hier. Wir brauchen mehr Inserter, mehr Eisen, mehr alles. So. Okay, die sind auch ausgelaufen.
Dann würde ich ganz gerne hier noch ein bisschen... Ups, habe ich jetzt alles? Ich habe alles da reingepackt, ne? So. Damit hier weitergearbeitet werden kann. Du brauchst hier Steine. Was ist hier das Problem? Die Steine können nicht raus. Fair enough. Guter Punkt. Das kann ich nachvollziehen. Dann werden wir die ganze Geschichte dann nochmal da unten machen. Eine noch. So. Gebt uns alles. Ach, das, die Kiste ist schon wieder leer. Die Kiste ist schon wieder leer. Gut. Ja, das dauert Ewigkeiten. Weil das hier leer ist, ne? Dann packt das mal hier rein. Wir haben zu wenig Omni. Dieses Feld hier, das wird so schnell leer sein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So. Es zieht sich. Es zieht sich alles ein bisschen. Das Kupfer brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Das können wir hier reinpacken, dass das zumindest schon mal nicht ausläuft. Naja, hier. Eisen ist immer ein bisschen noch problematisch. So. Das dürfte uns jetzt aber reichen. Wir haben noch 4. Wir brauchen 7. Ah, meine Güte. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen dann an dieser Stelle mal einen Break. Und ich denke, ich werde es jetzt einfach hier unten nochmal aufsetzen, offscreen. Ich denke, das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Und ich werde die Forschung ein bisschen durchlaufen lassen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.